Hallo und herzlich willkommen zu The Forest Teil 15. Ja, hier ist mal wieder eure Kiwi. Es kam auch lange kein Port mehr. Was mir auch ein bisschen leid tut. Aber der Danny und ich, wir waren beide krank. Und da ging überhaupt nichts. Also, werden wir jetzt mal gucken. Aber erstmal machen wir uns was zu essen. Und wir behalten unsere Nachbarn schön im Auge, ne? Ah, die sind nämlich garantiert auch schon wieder hinter uns her. Wenn die Krippe in nicht flach legt, die machen es mit Sicherheit. Irgendwie müssen wir die ja von uns fernhalten, mal hier so. Auf die Schnelle. Da lässt das mal ein Gecko durch mein Inventar. Na klar. Jo, geht's doch los. Ah, hier ist er. Ach, der ist doch schon tot. Was mache ich denn? Ach nö. Was? Ist er gerade nicht schon noch lang gerannt? Hä? Hab ich jetzt schon Huggies? Ich glaub's ja wohl nicht. Da hat einer mein Essen geklaut. Es hackt wohl. Jetzt bleib ich bei meinem Essen stehen. Ich könnte aber kloben. Geht ja wohl mal gar nicht. Na. Mensch, ist das Vieh denn nicht bald mal fertig hier? Genau. Jetzt. So. Da ist mein Nachbar nicht traurig, hol ich mal meine Axt rüber, ne? Ja. Ja, muss ich hier noch eine Mauer bauen? Ja, wir bauen mal noch eine Mauer, ne? Noch eine Mauer wäre dann ein bisschen komisch, ne? Ey, komm her! Haha, Fisch gehabt. Jetzt ziehen wir uns mal einen Panzer an, ne? Weil wir kennen ja unsere Nachbarn. Irgendwie lieben die uns. Ich weiß das. Ich weiß aber noch nicht warum. Das verraten die mir mal nicht. Ach, wir nehmen das ja einfach mal mit. Das klingt schon wieder mal nicht toll. Ich höre das doch. Naja, hier musst du nämlich auf der Hut sein. Sonst bist du mal ganz schnell mit dem ihrem, was auch immer das ist. Und schieb ja so das Tageslicht, also magisch da auch nicht hin. Also müssen wir ja noch mehr Schutzmauern um uns bauen, um die loszuwerden. Haben wir den Baum nicht bald mal. Gleich noch ein Busch gefällt. Naja, warum auch nicht.
Hacken wir gleich noch rein? Ja, wir hacken gleich noch rein. Genau, nehmen wir den. Das habt ihr doch gerade gehört, oder? Die wollen mir an... Na. Ach, die wollten bestimmt, ob ich den Baum gefällt habe. So sozial sind die ja schon mal. Ist ja, die könnten ja auch mal vorbeikommen mithelfen. Wäre ja nicht das Problem. Irgendwie wollen die immer nicht. Die sind bestimmt auf dem Creepies. Ah, ich wusste es. Hallo? Ach, da fällt sie. Gut. Tum, 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 tum. Sehe ich Gespenster oder höre ich die schon wieder? Ja, ich muss die im Auge behalten. Ich höre die doch schon wieder. Gehen wir mal wieder runter. Dann müssen wir unsere Schutzmauer weiterbauen. Wand. Ich kessel die ein. Oder mich, je nachdem. Irgendwie habe ich ja das Gefühl, ständig beobachtet zu werden. Na, ich weiß auch nicht. Das ist schlimm. Jetzt müsste ich mir nur mal aufpassen, wo ich die Dinger verloren habe. Manchmal, Leute, ich sag's euch, kriegt man Alzheimer. Und das vom Allerfeinsten. Mir ist es hier ein bisschen zu ruhig. Ist ja schon gespenstisch. Ich höre sie. Nein, nein. Wir gehen mal schlafen, ne? Ja, schlafen ist immer gut. Schlafen. Schlafen. Ah, jetzt. Doch nicht. Schlafen. Gut, wir können nicht schlafen. Ja. Ja, dann haben wir erstmal gespeichert. Sehe ich, warum ich nicht schlafen kann. Weil diese Freaks da schon wieder da sind. Ach Mensch. Meine Nachbarn, die gucken uns auf die Uhr, oder können auch tagsüber vorbeigeschneit kommen. Nee, müssen die nachts antanzen. Könnten. Ach nee. Die haben bestimmt heute zu viel Kaffee getrunken oder so. Wo ich wieder jetzt auch nicht rausgehen. Nee. Die sind nicht alleine, ich weiß das. Meine Tür steht offen. Naja, hab ich vergessen so zu machen. Wackelt ganz schön windig, ja? Sind meine Nachbarn jetzt mal weg? Ich versuch's jetzt mal mit Schlafen. Ja, ich hoffe, sie sind weg. Nein, sie sind immer noch da. Oh, oh. Irgendwie... will ich gerade nicht mehr.
Das war ja auch so eine Idee, meine Hütte gleich neben die zu pflastern, so ein Stückchen. Das war ja auch. Oh. Habt ihr gehört? Sie kommen. Ob die Uhr anklopfen. Ich brauche einen Wachhund. Ob es ja auch Tierheime gibt? Ich brauche einen Wachhund. Oh. Ja, ich habe gesagt, ein Hund und keine Krähe. Ach Mensch, geht doch mal weg. Geht schlafen. Lasst mich in Ruhe. Ich habe euch nichts getan. Verschont mich, ich bin noch krank. Ich schmecke euch eh nicht. Lasst mich in Ruhe. Geht doch mal heim. Ach, die sind doch immer noch da. Die gehen doch nicht weg. Mach das Brett doch mal zu, ey, neuer. Na, geht doch. Ich brauch echt einen Hund. Ich hab die Tür zugemacht. Haha. Und wir jetzt schlafen können? Vielleicht sind sie ja gegangen, man weiß es nicht. Nee, die sind nicht gegangen. Die haben Verstärkung geholt. Alter, ich hab keine Lust auf Besuch. Ich will schlafen. Oh, sind die Nachbarn anstrengend. Ich ruf gleich die Bullen. Ich schwör's euch. Die sind so anstrengend. Nee, meine Güte. Aber irgendwie wollen die auch nicht gehen. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung. Den gefällt es wahrscheinlich mehr im Garten. Gut, ich muss auch sagen, ich habe ein schönes Grundstück so mit See und allem drum und dran. Ich lebe ja schon nicht schlecht, ne? Ja, aufräumen könnte ich auch mal. Liegt mittel viel Zeitung auf dem Fußboden. Ach, naja. Und das Unkraut zweckt auch schon durch den Boden. Wenn wir den Nachbarn mal gehen würden, würde ich das ja mal machen, aber die lieben mich. Die wollen nicht gehen. Ja, oder die wollen mein Papier. Ich hab's bloß noch nicht erkannt. Ich könnte denen ja einen Vorschlag machen. Die kriegen mein Papier und lassen mich in Ruhe. Aber ich glaube. Kuckuck! Oh! Da war keiner. Gut! Es regnet. Och, das noch. Gucken, ob's weg sind. Wir speichern. Ach nee, wir schlafen. Ja. Na okay, Leute, dann verabschiede ich mich mal aus dem Port 15. Bei The Forest. Wir sehen uns im nächsten Port wieder. Je nachdem, ob es dem Danny dann schon wieder besser geht. Wenn nicht, dann halt mit mir, der kleinen Kiwi. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Bis später.